Heiners Sohn Christoph packt gerne mit an, wenn er auf dem elterlichen Hof ist. Hier, komm. Hast du ja passt gut, schon. Hast du ja gut ausgeschnitten. Der 25-jährige Christoph studiert Agrarwirtschaft in Soest. Das geht nicht nach da. Das setzen wir so hin. Okay. Welche Schrauben wolltest du nehmen? Die 80er? Nimm mal die 120er. Ich bin immer froh und glücklich, wenn wir Wochenende haben, wenn der Christoph nach Hause kommt. Das ist für mich das Schönste überhaupt. So, der sitzt. Dann stehe ich da nicht alleine und das sind viele Arbeiten, wo ich auf einen zweiten Mann warte. Und dann ist es wieder schade, es ist Sonntagabend. Jetzt muss er wieder Richtung Studium. Für das Himmelbett im Freien werden Rundhölzer mit den vorher versenkten 4 Erdpfosten verschraubt. So. An den oberen Enden wird nun das Gerüst für den Himmel sicher befestigt. Als weitere Stabilisierung dienen Querstreben. In Soest wohnt Christoph in einer kleinen Studenten-WG. Ist sie mittig? In meiner Studentenwohnung, wir haben keinen Balkon, wir haben keinen Garten. Man fühlt sich doch schon eingesperrt. Ich habe nette Jungs da, mit denen ich da zusammen wohne, ist super. Aber die Freiheit, also man wohnt direkt in der Stadt, das bin ich nicht gewohnt. Und dann kommt man doch gerne freitags abends nach Hause. Also ich könnte mir auch gar nichts anderes vorstellen. Ja, das sieht gut aus. Ina Maria und Christine Werner haben feinmaschige Gardinenschals aufgezogen, damit das Schlafvergnügen im Freien nicht durch Stechmückenattacken getrübt wird. Der Stoff muss über die gesamte Konstruktion reichen, bis auf den Boden. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, ich glaube, das müsste passen. Was sagt ihr? Ich hätte es nicht besser machen können. Die kleine Schemöhr. Also Frauen, die können sowas. Ja. Wenn jetzt noch das Bett reinkommt, gute dann können Idee. Die romantischen Nächte kommen. Für Christoph Werner und seine Freundin endet das sommerliche Grillfest mit einer Premiere. Zusammen testen die beiden das neue Gäste-Himmelbett auf der Streuobstwiese hinterm Haus. Es ist gemütlich hier. Mhm.